Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Battle Isle, der Andosia-Konflikt. Die Kinder von Aeris-Kampagne geht weiter. Wir sind kurz davor, den Sumpf zu betreten, endlich mal. Und beenden erstmal die Runde. So, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, wir hatten noch einen Buggy, oder? Waren das nicht drei Buggys? Ich sehe hier nur zwei Wracks, vielleicht habe ich aber eins schon wieder zerschossen. Egal, in der nächsten Runde werde ich auf jeden Fall mal ordentlich vorrücken. Ja, da kommt erstmal nichts mehr. Haben wir noch ein Schiff? Oh, jetzt habe ich schon wieder die Pfade aus. Da sind sie. Jawohl, da kommt das nächste Schiff. Mit welcher Ladung? Ja, mit dem Mannschaftstransportwagen. Da bin ich auch mal gespannt, was der so einladen kann. Das werde ich gleich mal ausprobieren am Landepunkt. Und zwei ERPs habe ich dabei, alles klar. So, passiert hier noch was? Ihr taktischer Zug hat gerade begonnen. Alles klar, dann würde ich behaupten, wir machen uns mal tatsächlich ernsthaft auf den Weg. Ah, Moment. So. Okay, die Sichtweite ist natürlich zum Schreien gerade. Der hier hat schon ein bisschen was abbekommen, den halte ich erstmal zurück. So, vier Einheiten passen hier nebeneinander. Und die Panzer direkt dahinter. Da haben wir noch mehr Buggys. Moment, irgendwie muss ich den hier nach hinten bekommen, dass der mal repariert wird. Oh, der auch, sehe ich gerade. Ja, die Hovercraft, die kann man ein bisschen scouten, würde ich mal behaupten. Aha. Da haben wir doch schon den nächsten und ziehe ich mich gleich mal wieder zurück. Der kann da sogar zwischendurch fahren. Die Hovercrafts sind echt gar nicht übel. So, Moment, den fahre ich mal zurück. Dann habe ich hier Platz für alles andere. Na, ich möchte den hier eigentlich erstmal da stehen lassen. Aber den bringe ich mit nach vorne. So, ja gut, das ist jetzt alles nur noch kleinliches Rumgeschiebe von Einheiten. Der fährt mal zurück und der fährt mal zurück. Dann kann ich die hier, meine Artillerie, hier mal aufstellen. So, und dann kriegen die hier erstmal ihre Reparaturen. Können wir sie gleich wieder nach vorne schicken. So, zurück in den Energiestrahl. Und weiter geht's. Ja, wie gesagt, das ist jetzt alles kleinliches Hin- und Her-Geschiebe. Die muss ich auf jeden Fall noch gar nicht kleinlich, sondern großflächig nach vorne schieben. Sehr gut. So, das Schiff braucht noch ein, zwei Runden. Und dann kann ich gleich mal, bevor mich der hier der Artilleriepreis gibt, von der ich ausgehe, dass sie da hinten steht. Jawohl. Hat der nur noch so wenig Lebensenergie? Oder ich habe da jetzt gar nicht genau hingeguckt. Vielleicht hätte ich das mal machen sollen. Egal, das war's erstmal. Was haben wir denn hier? Wir haben kein Aldinio mehr. Kriegen dadurch keine Energie mehr. Und sind jetzt komplett vom Wetter abhängig. Was gerade überhaupt nicht mitspielt. Ah, 0,8 Meter pro Sekunde. Ja, frischt demnächst wieder auf. Aber es ist trotzdem, man sieht's hier. Zum Glück verbrauche ich gerade keine Energie. Wir haben auch nichts mehr zum Forschen. Aber es geht trotzdem schleppend langsam. Gut, 90.000 ist jetzt nicht wenig, aber ich könnte schon noch die ein oder andere Art von Energie gebrauchen. Oder halt nochmal so ein Aldinium-Vorkommen. Ja, die sind alle noch blockiert hier. Okay, dann was denn hier? Oh, der ist wieder zu Hause. Sehr schön. Haben wir hier irgendwas? Oh ja, wir haben einen Ranger. Tatsächlich einen Ranger? Wann habe ich den denn? Ach, na gut, ist egal. Der kommt einfach mit aufs nächste Schiff. Sobald ich Flugzeuge habe, kann ich hier auch einfach mein Schiff mit nur einer Einheit losschicken. Obwohl, dann könnte ich den theoretisch auch einfach hier in den Flughafen rüberschieben. Das wäre wahrscheinlich noch einfacher. Egal. Lassen wir jetzt mal, ich habe jetzt keinen Bock, jetzt das eine Schiff loszuschicken. Ihr taktischer Zug hat gerade da kommen schon die nächsten, habe ich doch drauf gewartet.
Naja, man muss die einmal triggern, indem man eine Einheit erspäht und dann ist, wird so eine Gruppe von Gegnerfahrzeugen wird plötzlich lebendig. Fängt an sich zu bewegen. Und seit ich auf Hard spiele, tatsächlich auch halbwegs intelligent. Natürlich nicht annähernd so intelligent wie gegen den menschlichen Spieler. Weil es gibt ja theoretisch, oder es gab auch Multiplayer für dieses Spiel, allerdings nur über das Battle.net, also Battle.net oder so. Was aber meines Wissens nach mittlerweile abgeschaltet wurde. Bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das Battle.net existiert nicht mehr. Ihr taktischer Zug hat gerade begonnen. War so ein ganz eigenes System von, hier von Blue Byte. Ich glaube, gibt's Blue Byte eigentlich noch? Oder ist das jetzt alles Ubisoft? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ah, das war schon der erste. Und wenn die hier mal rankommen, gucken, reicht das schon? Eventuell kann ich hier schon... Ja, guck mal. Reicht tatsächlich schon. Na gut, die treffen nicht so gut, aber... von der Reichweite her reicht es für den nicht. Dann kann der halt mal nach vorne fahren. So, die Artillerie verbraucht natürlich blödsinnig viel Energie. Beim Schießen, ja, der braucht noch eine Runde. Schade. Ist das eigentlich schon das letzte Schiff oder habe ich hier noch eins? Ich weiß es gerade gar nicht. Da kommt noch eins. Mit Eier genommen, Flugabwehr, ganz wichtig. Und den Xodom-Transportern. Beziehungsweise dem einen. Bin ich mal gespannt, wie sich hier die Transporter machen. Ob die in irgendeiner Form Sinn machen. Oder ob das ein Schuss in den Ofen war. Weil so viel Energie haben sie ja jetzt nicht, also was heißt Energie, so viel Rohstoff haben sie ja jetzt nicht gekostet, dass ich sagen würde, oh Gott, nein, ich habe einen Xodom zu viel gebaut. Ist jetzt nicht so dramatisch. Bewegt sich gar nicht mehr. Okay, ich habe gerade irgendwas gehört, irgendwas im Brummen, aber dachte schon, er kommt irgendwo anders angefahren. Habe ich doch so ein bisschen Sorge vor, dass er hier irgendwie durch den Wald kommt mit ein paar Infanteristen oder so. Da kann er mich hier ganz schön in den Po kneifen. Und das wollen wir doch alle nicht. So, dreht ihr mal hoch, ihr Turbinen? Nee, die drehen nicht hoch. Es gab auch einen Shortcut fürs Wetter, den habe ich aber vergessen. Habe ich aber vergessen, ja, immer noch 0,8. Okay, Forschung war nicht mehr. Ich wollte gerade noch irgendwas nachgucken. Ah ja, genau, was so ein Xodom kostet. Das war, glaube ich, schwere Einheiten. Jawohl. Ja, kein Edelstahl, ist also Pillepalle. 400 Stahl. Ist sich kein Problem. So, einfach mal stehen bleiben und draufhalten. Ich bin mal gespannt. Jetzt mal so ein... Ja, ein Volltreffer. Guck dir das an. Ist das nicht herrlich? Okay, wir spähen weiter. Aha, der Nächste. Der Nächste. Noch ein Buggy und ein Snake. Hallo, Freunde. Buggy, Buggy. Okay. Das ist echt gar nicht schlecht. Ich darf nur nicht diese Hovercraft hier verlieren. Der späht mir ganz gut was aus da vorne. Okay, aber... Na gut, ich habe jetzt gerade hier keine Reichweite. Da hätte ich jemanden in Reichweite, aber... Ich hoffe einfach mal, dass er jetzt ein bisschen näher rückt. Okay, hier kann ich auch nicht mehr mich großartig bewegen. Hier ist noch ein Hovercraft. Habe ich noch einen als Ersatz. So, dann schiebe ich die ein bisschen nach vorne. Dann haben die da vorne ein bisschen mehr... Im Schussfeld, der hat sogar schon mal... Jawohl, da kann ich sogar schon mal einen... Ja, Sir. Einen raushauen. So, ja, ein Volltreffer würde reichen, glaube ich. Oder ein, ja, ein Volltreffer und ein bisschen. Ja, aber wenn die sich erst bewegen und dann schießen, dann haben die eine katastrophale Zielgenauigkeit. Absolut katastrophal. Aber Reichweite? Reichweite vom Feinsten. Deswegen mag ich die Artillerie. So, unser Schiffchen ist angekommen. Das heißt, wir können als allererstes gleich mal den Mannschaftstransporter ausprobieren. Moment, den schickt man gerade mal zurück. So, Moment, haha, stopp, stopp, stopp. Stopp, 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 auswählen, auswählen. Ah, scheiße. Okay, Glück gehabt. Ich wollte gerade nochmal gucken, ob er auch tatsächlich alles ausgeladen hat. Aber gut, hat ja geklappt. So, der hat eine Ladeliste von 8, der hat eine Transportgröße von 6. Nee. Nee, der Mannschaftstransportwagen kann tatsächlich nur 8 Infanteristen transportieren. Okay, dann durchsuche ich da gleich mal meine Schützenpanzer. Dann müssen die keine
keine Infanteristen mit sich rumtragen? Warum hatten der jetzt keinen Strom? Hä? Was war denn das für eine Anzeige? Na okay, das ist einfach nur das Zeichen, dass er hier Strom hätte. Okay, dachte schon, wäre ein Warnsignal, aber war gar nicht. War nur eine Info. So, jetzt... Oh, jetzt sind die sogar da hinten verschwunden. Das wundert mich. Sollte eigentlich nicht passieren. Eigentlich sollten die ganze Runde übersichtbar sein. Aber gut, wir haben sie aufgeschreckt. Dann nehme ich mal an, dass die jetzt demnächst auch, auch mal vorrücken werden. So, den wollte ich exakt am Rande des Sumpfes aufbauen. Am besten hier irgendwo. Ich glaube, da kann man... Okay, der kann da jetzt nicht mehr hinfahren. Ja, hier irgendwo da, wo man so gerade noch hinkommt. Ja, das ist, glaube ich, das Beste. Muss nur gucken, dass ich dann auch... Aber ich glaube, im Wasser kann ich keine ERPs bauen. Ich muss dann gucken, dass ich mich auch von Insel zu Insel hangle. Und, was ich auch gerade mal machen kann... Hier einfach mal eine Salve auf den ERP abgeben. Oh. Ich wollte gar nicht, dass die zweimal schießen. Ich hab doch nur einmal gedrückt. Normalerweise muss man Alt festhalten, damit die alle ihre Schüsse verbrauchen. Aber gut. Ich bezweifle, dass wir die jetzt diese Runde brauchen werden. Und falls doch, habe ich ein Problem. Aber kein unlösbares, so wie ich das sehe. Das wird schon irgendwie funktionieren. Ja, die haben eine sehr große Sichtweite. Das wird schon hinhauen. Okay, haben sich hier alle bewegt? Ah, ja. Alles aufgebraucht, nur der nicht ganz. Na gut, die paar Zentimeter. Gut. Auf zum nächsten Event. Was sagen meine Windkraftwerke? Geht wieder ein bisschen. Ja, 2,7 sollte sich jetzt aber doch nochmal steigern. Ja, die Energie kommt aber wieder. 95.000 und steigend. Ja, ich sage ja, alle knapp ist das alles nicht. Aber es ist halt schön, wenn man weiß, okay, läuft alles. Braucht mir keine Sorgen machen, weil wenn Windstille ist, hat man ja gesehen. Und wenn ich dann anfange zu bauen oder so, oder zu forschen, dann kann das schon mal... Kann das mal ganz schnell knapp werden. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir machen erstmal hier die nächste Runde. Ja, da kommt er. Da kommt er. Den hier will ich kriegen. Was auch immer da ist. Ich gehe davon aus, dass hier eine Artillerie steht, aber den will ich kriegen. Darf mich nur nicht sehen, deswegen will ich das hier erstmal den Sumpf per Hovercraft aufklären. Ihn locken. Ja, er sieht mich schon. Deswegen hat er auch angehalten mit seinem Buggy. Hat mich gerade so in Sichtweite, aber noch nicht in Schussreichweite offenbar. Sonst hätte er schon einen Schuss abgegeben. Ja gut, das ist jetzt... Das ist jetzt natürlich wenig spektakulär, was hier gerade passiert. Das ist mehr so eine Aushaltetaktik. Krieg ich den? Jawohl. Mal gucken, trifft er überhaupt? Oh, ja, Volltreffer sogar. Glück gehabt. Das, obwohl er sich bewegt hat. So, dann müsste der eigentlich sogar reichen, wenn er nicht genau trifft. Okay, aber ganz so weit daneben darf er dann auch nicht schießen. So in die Nähe sollte man schon schießen. Ja, muss doch mal einer treffen hier. Ich glaube, der stand, der hat sich nicht bewegt. Och Mann, das kann doch nicht wahr sein. Muss doch mal einer hier, da. Ich sehe ihn genau. Jawohl. Das war's für ihn. Und wir klären nochmal auf. Jawohl. Habe ich denn noch Artillerieschüsse übrig? Einen habe ich noch. Der hat. Ja, okay, einen Schuss haben wir noch. Wäre schön, wenn der jetzt treffen täte. Ja, guck mal an. Okay, dann sperre ich noch mal ein bisschen weiter. Ah, er kommt schon, er kommt. Saugeil, dass diese Vulkanums einfach kurz vorfahren, gucken und dann wieder abhauen können. In Verbindung mit der Artillerie, gar nicht mal so schlecht. Ich brauche im Moment brauche ich keine anderen Einheiten. Aber wie man sieht, die Artillerie ist relativ langsam. Oftmals trifft man 2 von 6 Schüssen und dann, naja... Wenn er dann mit Vollspeed vorprescht, könnte das schon mal eng werden. Jetzt wollte ich fast schon die Runde wieder beenden. Das war ein bisschen voreilig. Die darf ich nicht vergessen hier.
Was ich auch nicht vergessen darf, ist genau den Flughafen hier. Immer weiter, Sir. Weiß immer noch nicht so genau, wo der hier hin soll. Ich glaube, wenn ich das hier bereinigt habe, dann stelle ich den hier irgendwo hin. Weil im Moment brauche ich ihn eh noch nicht, weil ich noch keine Flugzeuge habe. Also was soll's. Brauche ich mir auch gar keine Gedanken drüber zu machen. So, die haben sich alle bewegt. Jawohl. Das nächste Schiff ist... Ja, ist unterwegs. Oh, jetzt habe ich mich fast verlaufen. Und Runde beenden. Ja, und jetzt sind sie auch schon in Sichtreichweite meiner Buggies. Das heißt, deren Buggies sehen mich auch. Was heißt, dass sie erstmal stehen bleiben, was keine besonders clevere Idee ist, ganz ehrlich. Ihr müsstet mittlerweile bemerkt haben, dass ich hier mit Artillerie schieße. Und wenn ein Buggy einen Buggy sieht, dann kann er sich sicher sein, dass der Buggy ihn auch sieht. Das ist wie wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen. Oder so ähnlich. Kennt er doch. Sonst passiert aber auch gar nichts. Nee. Muss mal gucken, dass ich vielleicht nächste Runde hier mal in die Richtung so ein bisschen... Zug hat gerade begonnen. Ein bisschen scoute, dass ich mal sehe, was da so abgeht. So, die bewegen wir jetzt gar nicht mehr. Erstmal. Schießen jetzt erstmal einen nach dem anderen hier weg. Oh, der wäre fast so weit daneben gegangen, dass er den anderen getroffen hätte. Ach, Kinders. Genau das meine ich. Die haben sich nicht bewegt, die stehen, aber... treffen halt einfach nicht. Müssen halt erstmal ihre Erfahrung sammeln. Bevor die wirklich effizient eingesetzt werden können. Ich glaube, das waren meine 6. Jawohl. Ja, okay. Dann lassen wir das. Ziehen die noch ein Stück vor. Warten auf das Schiff in 2 Runden. Und beenden die Runde. Ah, er kommt näher, er kommt näher. Ja, ich sag ja, im Sumpf hat er definitiv Nachteile. An seiner Stelle hätte ich, also gegen den menschlichen Spieler wäre es hier echt schwer gewesen, hätte ich mich einfach hier aufgestellt. Oder hier auf einer von diesen Inseln. Naja, wobei eher hier, glaube ich. Ein Scout hier auf dem Berg. Eine Infanterie oder so. Und dann mit die Artillerie den Rest machen lassen. Aber... es ist ja nur eine Kampagne gegen eine künstliche Intelligenz. Die kann das halt nicht. Gucken, was ist denn hier los? Nur noch ein Flughafen? Interessant. Einfach hinter den Berg. Da kann man überhaupt nicht hin. Kann man nur mit dem Schiff hin oder mit dem Flugzeug halt. Ihr taktischer Zug hat gerade begonnen. Auch interessant, ob von da wohl noch was kommen wird. Wir werden es erleben. So, jetzt machen wir aber erstmal hier klar Schiff. Einfach mal drauf. Oh ja, Volltreffer. Sehr schön. Und weiter scouten. Ja, da ist schon der nächste. Okay, und die nächste Artillerie. Ja. Jawohl. Ein Treffer noch. Schade. Ein Treffer bitte. Oh, der hat schon. Moment. Hab ich den falschen anvisiert. Ah, der hier kann auch. Sehr schön. Und weiter scouten. Aha, okay. Kein Problem. Ups, jetzt habe ich aus Versehen doppelt rechte Maustaste gedrückt. Das verschiebt die Kamera. Das wollte ich gar nicht. So, haben wir. Oh, haben wir noch einen oder. Ne, das waren meine 6 Artillerieschüsse. Ja, der ging auch noch voll daneben. Okay, pass auf, ich wollte aber auch hier rechts mal scouten. Okay. Wusste ich nicht, dass der sich so da durchschlängeln muss. Ah, ich fahre mal nicht zu weit vor. Aber da scheint nichts zu sein. Also hier rechts ist freie Bahn. Dann fahre ich mit dem nochmal ein Stückchen vor. Weil der hat ja hier noch sogar 2 Schüsse. Dann wird der wohl auch noch ein ganzes Stückchen fahren können. Aber... da scheint auch nichts mehr zu sein. Das heißt, wenn ich den hier weg habe, würde ich mal sagen, dann dann können wir anfangen, tatsächlich in den Sumpf zu fahren. Das, was ich schon seit 3 Runden, seit 3 Folgen schon in die Videobeschreibung packe, in den Videotitel.
auf in den Sumpf. Jetzt geht's aber los, jetzt in den Sumpf. Ja, wir sind immer noch nicht drin. Noch nicht ganz. Wir bekämpfen den Sumpf, wir bekämpfen alle Einheiten, die drin sind, aber ich habe noch keine einzige Einheit in den Sumpf gezogen. Bis auf die Scouts mal kurz. Aber das zählt nicht. Das sind nämlich Hovercrafts und die sind nicht im Sumpf, sondern auf dem Sumpf. So sieht's nämlich aus. So, ich kann aber gerade mal... Okay, der ist leer, der ist leer. Der hat drei Einheiten geladen. So, Moment. Eins, zwei... Nee, das wollte ich gar nicht. Eins, zwei, drei. Bitte dahin. Dann kann ich die gleich mal mit dem Mannschaftstransporter aufsammeln. Und da sind auch noch zwei. So, abwählen, anwählen. Ich glaube, mehr hatte ich nicht, oder? Fünf müssten eigentlich... Müssten es eigentlich gewesen sein, ja? Mehr Transporter habe ich auch gar nicht. So. Gut, 5, 1, 2, 3. Schwer, schwer, leicht. Schwer, leicht. Also 3 schwere, 2 leichte. Und der hat eine Ladegröße von, eine Ladeliste von 8. Ich habe 5, das heißt, ich könnte noch 3 bauen. Weißt du was, ich glaube, das mache ich einfach mal. Ich glaube, das mache ich einfach mal. 3 Infanteristen. Ich habe die ja noch nie sinnvoll eingesetzt. Vielleicht wird es ja diesmal was. Was haben wir denn hier? Ein Minenwerfer? Was macht denn ein Minenwerfer? Ein Flammenwerfer kenne ich. Die habe ich tatsächlich schon mal ausprobiert. Ist aber auch nicht so wirklich, nicht wirklich sinnvoll. Schwere Infanteristen, die sind ziemlich gefährlich. Die leichten Infanteristen sind einfach nur so billig, dass du damit komplett spammen kannst. Wir haben 3 schwere, 2 leichte. Oh, hier haben wir noch einen Scharfschützen. Okay, ich nehme mal einen Scharfschützen. Mit 5 habe ich, das wäre dann der 6. Dann nehme ich noch einen Minenwerfer, wäre der 7. Ach, und was soll's, ich nehme noch einen Flammenwerfer mit. Dann haben wir 8, dann ist der Mannschaftstransporter voll. Und dann gucke ich mal, ob ich die irgendwo sinnvoll einsetzen kann. Vielleicht können wir sogar mal zeigen, was der Flammenwerfer-Soldat macht, weil... Das ist echt schwer, die irgendwie einzusetzen. Die sind normalerweise... Also die haben eine sehr, sehr extrem geringe Reichweite und können sich auch nicht weit bewegen. Bevor die schießen, da muss schon einiges passieren. Die werden in der Regel als allererstes abgeschossen. Okay, Runde vorbei. Hat er sich jetzt verpisst oder was? Das geht aber so nicht. Das finde ich aber nicht nett. Der hätte ruhig mal was näher kommen können. Kann doch über alles reden. So, da habe ich keine Einheit vergessen. Und nochmal, natürlich hätte ich jetzt also hier mit meinen Einheiten schon vorrücken können. Dann hätte ich es wahrscheinlich schneller geschafft, alles hier zu besiegen, aber ich hätte halt tatsächlich riskiert, irgendwie 1-2 Einheiten zu verlieren, eventuell. Weil eventuell wäre ich in Sichtweite einer seiner Einheiten gewesen. So wie jetzt zum Beispiel. Ja gut, der hat keine so große Sichtweite, aber dann wäre ich in Sichtweite gewesen und er hätte hier mit der Artillerie feuern können. Naja, scheiße. Und so 2-3 Schüsse mit der Artillerie, die sind schon gefährlich irgendwann. Und man sieht ja, was hier alles an Schrott rumliegt. Also wenn ich mich da auf einen offenen Kampf eingelassen hätte, mitten im Sumpf, weiß ich nicht, ob ich da so glimpflich davongekommen wäre. Okay, das war der. Oh, da kommt schon der Nächste. Okay, was ist nur eine Ant? Kann gar nichts. Aha. Leicht stationäre Artillerie, genau. So, jetzt kann ich mal sehen, was die für eine Reichweite hat. Okay. Ja, die deckt schon so ziemlich fast den ganzen Sumpf ab. Jetzt muss ich mal gucken, was ich für eine Reichweite habe. Okay. Aber ich sag ja, solange mich keiner in Sichtweite hat, brauche ich vor der Artillerie keine Angst zu haben. Ja, man bewegt sich aber auch extrem langsam. Okay, ich mach's einfach mal. Ich rücke vor.
So, Sichtweite hier ist die halbe Insel hier vorne. Gut zu wissen. So, der hat mich nicht in Sichtweite. Ein Stückchen kann ich noch. Stelle ich den hier mal als Superspäher hin. So, und ja, der Rest muss sich jetzt langsam, aber sicher durch den Sumpf kämpfen. Das wird beschwerlich, das war ja vorher klar. Einfach vorwärts. So, nicht lang nachdenken oder so. Einfach einen Moment, der ist leer. Jawohl. Ich bei jedem Schützenpanzer jetzt einmal nachschauen. Ob ich auch wirklich keine Infanteristen vergessen habe. So, dann kann ich nämlich hier endlich mal mit meinen ERPs nachrücken und den Sumpf mit Energie versorgen. Und ich kann meine Artillerie in Schussreichweite bringen, dass ich ihn hier mal ein bisschen in die Patrouille bringe. Warum bleiben die denn alle in einer Reihe stehen? Ihr sollt ruhig mal ein bisschen... Na, egal. Der, Moment, der kann auch schießen. Na. Doch, lass mal den mal schießen. Gibt's hier Probleme? Ja, stellt er sich halt hinten an. Hier ist noch eine Hovercraft, guck mal. Wer hätte das gedacht? So, mein Schützenpanzer ist leer. Dann der Ranger. Ja gut, dann irgendwann müssen wir ihn ja abziehen. Dann haben wir noch die beiden Magpies. Schicke ich mal einen nach rechts, einen nach links oder so. Hier den ganzen Schrott einsammeln. So genau, die Infanteristen warten auf Godot. Nee, auf den Transporter, auf den Dogster. Ja, den muss ich hier irgendwo hinstellen. Gut, da kommt der Dogster nämlich. Ja, der wird aber noch ein Rundchen brauchen. So schnell ist der jetzt aber auch nicht, oder? Also der ist, ja gut, der ist schon schneller als die Infanterie. Oh. Der wird schon ein bisschen schneller sein als die Infanterie. Gucken, wie weit die kommen. Ah, muss ich gleich mal gucken, wenn der sich wieder bewegen kann. Aber so richtig Porno ist der auch nicht. So richtig abgehen tut der auch nicht. Alles klar, ausgeladen. Ladeliste 0 und Abfahrt. So, jetzt habe ich einen schweren Transporter. Passach. Der hier hat eine Ladegröße von 6 und passt tatsächlich rein. Immer zu Diensten. Der hat eine Ladeliste von 15. Das heißt, 2 Archimedes und ein Ranger passen da rein. Das ist schon mal gar nicht schlecht. So, wobei ich glaube, dass der Ranger alleine schneller wäre. Also das macht kaum Sinn. Aber, ich mache mal ein direktes Rennen hier. Archimedes alleine gegen Transporter. Oh ja, der fährt schon ordentlich schnell. Ja gut, so richtig viel bringt's nicht. Also der ist tatsächlich ein bisschen schneller, aber... Ich glaube, die größte Stärke spielt er wirklich bei sehr, sehr großen und schweren und langsamen Einheiten aus. So wie bei, weiß ich nicht, schwerer Artillerie, wobei ich glaube, dass die eine 17er Transportgröße hat und hier gar nicht reinpassen würde. Aber so richtig langsame Fahrzeuge, die, da bringt der schon was. Wie sieht das Ding überhaupt aus? Sieht aus wie so ein... wie so ein Spielzeugauto irgendwie. Sehr merkwürdig. Na gut, aber er erfüllt seinen Zweck, ist natürlich auch riesig. Ja gut, da sind jetzt, ne, 3 Fahrzeuge drin. Also muss schon auch schon seine Größe haben. Gut, passt. Ja, und vor allen Dingen hält man seine Einheiten auch zusammen. Also... Ich muss jetzt halt nicht irgendwie 7 Einheiten durch die Gegend karren, sondern nur 4. Hat auch was für sich. Da ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass man sich irgendwie verhakt oder so. Gut, kann ich hier noch irgendwas machen? Der kann noch ein Stückchen fahren. Das war's. Ja gut, und sehen kann mich hier eigentlich keiner. Nee, ich lasse den hier mal stehen. Mein Vulkanum ist eh nicht so irrsinnig wertvoll, dass ich jetzt da total aufpassen müsste, keinen zu verlieren, aber... Ich habe nur 3 und die sind, wie man sieht, exzellente Späher im Sumpf. Da kann man sich nicht beschweren. Gut, dann würde ich sagen, Zeit ist schon wieder vorbei. Ich bin tatsächlich im Sumpf. Im Sumpf. Mit nassen Füßen.
Aber in der nächsten Folge geht es erst wirklich weiter. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und wie immer, wenn es euch gefallen hat, bitte einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, gerne auch einen Daumen nach unten. Über Kommentare freue ich mich immer und bis zum nächsten Mal.